Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Soul Silver. Wir sind hier wieder zurück in dem Wald, denn ich möchte unserem guten Nidoran eine neue Attacke beibringen, und zwar Kopfnuss. Das dürfte ja wohl ganz gut sein. Und ja, vergessen wir einfach mal Energiefokus dafür. Und so. Ich hoffe auch einfach mal, dass unser Noctu das ebenfalls erlernen kann, denn Huthut konnte es ja damals nicht. Mal schauen. So, und nochmal. Ja, ja, ist ja gut. Und so, genau. Und so, und dann versuchen wir es mal mit Gaudium. Das geht leider nicht. Na gut, dann würde ich sagen, ich meine das... Oh, da unten ist noch eine TM. Oder nicht eine TM, ein Item. Vielleicht ist es eine TM. Wer weiß, wer weiß. Aber das Item würde ich natürlich ganz gerne mal mitnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Die Frage ist nur, wie ich dort rankomme. Ach so, ganz einfach so. Wie habe ich das denn damals nicht gesehen? Ah, man sieht das kaum von hier aus, ne? Wenn man von oben aus schaut, geht das natürlich etwas einfacher. Aber von hier aus ist es natürlich etwas blöd. So, nehmen wir das mit. Was haben wir hier? X-Angriff, ja. Hätten wir es nicht unbedingt gebraucht, aber naja, besser als nichts. Ich glaube, ich soll doch einfach mal einen Schutz einsetzen. Das wäre ebenfalls ziemlich hilfreich. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Hier Beutel und dann auf Schutz. Einfach mal hier den ganz normalen Schutz einsetzen. Pokémon sind ja hier relativ schwach. Das dürfte also wohl klappen. Und mich würde mal interessieren, ob wir den Brief an diesen Typen hierhin zurückbringen müssen. Also dieses Habitat mit dem Brief. War das hier? Sollen wir das hierhin zurückbringen? Ich meine nämlich, das wäre so gewesen. Hier, zu dir, oder? Oder auch nicht. Da habe ich mich wohl geirrt. Ha, schade. Naja, egal. Ich wollte aber auf jeden Fall so oder so nochmal hierhin zurück. Denn ich wollte nochmal mit dem guten Kurt reden. Denn der hat ja mittlerweile einige Pokebälle für uns, die ich ganz gerne haben würde. Und danach begeben wir uns dann auch direkt zurück nach Dingens. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal waren. Auf jeden Fall. Oh, Schwerbälle. Die sind aber jetzt eher nicht so gut, ne? Hm. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Aprikokos, die ich dir geben möchte. Deswegen nimm einfach mal hier die zwei pinken. Ja. Nein, ja, nimm. So. Und er braucht natürlich mal wieder einen ganzen Tag dafür. So, dann begeben wir uns mal eben zurück zu der Route. Für den heutigen Part habe ich mir mal wieder, na komm, mal wieder ein Thema einfallen lassen. Und zwar möchte ich heute mal wieder über meinen Hauptkanal reden. Und zwar so ein bisschen darüber, über die Tatsache, dass ich jetzt heutzutage nicht mehr so viel Pokémon-Videos mache. Weil wenn ihr euch zurückerinnert an zum Beispiel, oder vor allem, wenn ihr euch zurückerinnert an 2016, da war so gut wie jedes Video, das ich gemacht habe, über Pokémon. Aber heutzutage ist es eher nicht mehr so. Ich meine, ich mache immer noch Videos über Pokémon, aber halt nicht mehr so viele. Ich meine, ich habe noch ein anderes Format über Pokémon, das bald hochgeladen werden wird. Was ich jetzt noch nicht verraten kann, weil das wäre sonst ein Spoiler und so. Aber es wird natürlich noch einige Dinge zu Pokémon geben. Nur halt, es ist jetzt halt nicht mehr quasi der Hauptfokus des Kanals, sondern es ist eher etwas aufgeteilt in andere Dinge jetzt, würde ich so sagen. Und ansonsten gibt es halt hin und wieder mal eine Top 5 oder Top 10 Liste über Pokémon. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich wirklich jedes Video über Pokémon mache. Aber warum ist das so? Gute Frage. Und zwar, weil ich natürlich... Na, wie komme ich denn zu diesem Armit-Server? Und zwar, weil ich halt nicht mehr nur noch Videos über Pokémon machen möchte. Ich weiß nicht, einfach... Das Jahr 2016 hat mich in der Hinsicht so wahnsinnig genervt, weil es einfach nur Pokémon und Pokémon und Pokémon war. Und irgendwann hat man halt einfach... Man will es einfach nicht mehr. Und vor allem, ich war jetzt auch nicht der größte Fan der 6. und 7. Generation. Deswegen habe ich momentan echt keine Lust, groß Videos darüber zu machen. Ich werde nach wie vor welche darüber machen. Aber jetzt halt nicht in dem Umfang wie damals. Ich werde mich versuchen, auf mehr verschiedene Spiele zu konzentrieren und schauen, wie das so läuft. Aber reden wir erstmal mit den Leuten hier.
Beim Käferturnier treffen Liebhaber von Käfer-Pokémon aus dem ganzen Land aufeinander. Ob ich selbst einer bin? Nein, ich habe Angst vor ihnen. Ja, mir geht's da ähnlich. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der Kamerakauz Wigbert. Du bist jung und fotogen. Wie wär's mit ein paar Erinnerungsfotos, ha? Ja, wenn du meinst. Gut, dann mach dich mal bereit fürs Vögelchen. Okay, das habe ich hier gerade etwas falsch gelesen zuerst, aber reden wir nicht drüber. Ja, mach doch einfach ein Foto. Ist mir scheißegal. Mach einfach hier Posts auf Instagram oder so, keine Ahnung. Oh, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das Bild ist ganz gut geworden. Du kannst dir den Schnappschuss an jedem Computer ansehen, weil ich das jetzt hochladen werde. Dann wollen wir doch mal sehen. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Jetzt zeige ich allen die Freundschaft, die mein Pokémon-Team zusammenhält. Also wenn man nicht mehr tun muss, als mit seinem Pokémon zu sprinten, nehme ich vielleicht auch mal teil. Ist hier das Käfer-Pokémon-Turnier? Oder ist hier der Poké-Athlon? Das hier ist der Eingang zum Poké-Athlon. Und hier? Ah, und hier ist... Ah, nein, nur jeden Dienstag, Samstag und Donnerstag. Aber heute ist Sonntag. Oh nein. Aber Moment, kann ich hier trotzdem was fangen? Geht das? Der Nationalpark. Es ist natürlich schön, wenn man sein Pokémon aus dem Pokéball lassen und mit ihm spazieren gehen kann. Aber wenn du es in den Pokéwalker überträgst, eröffnen sich dir nochmal ganz andere Spielmöglichkeiten. Ja, wenn du meinst, habe ich nie wirklich benutzt, aber es gibt tatsächlich viele, die das Ding genutzt haben. Meine Mutter hat immer ein bisschen Angst vor Pokémon und lässt sie mich nicht mit ins Haus bringen. Sie ist da sehr streng. Aber wenn ich ein Pokémon in den Pokéwalker übertrage, ist es immer in meiner Nähe. Ja, ich glaube, meine Mutter wäre da ähnlich. Ich glaube nicht, dass die mich ein Pokémon mit nach Hause nehmen lassen würde, um ehrlich zu sein. Aber naja. So, der Nationalpark. Ein öffentlicher Ort der Erholung. Na, wen haben wir denn da? Gut, ich bin der Kamera... Hä, du warst doch gerade noch drin! Du warst doch gerade noch da drin! Du bist... Hä? Hast du dich hierhin teleportiert? Ich möchte kein Foto haben. Aber nicht doch. Warum denn so schüchtern? Der war doch gerade noch da drin. Was ist denn da los? Oh, der hat hier ein Snowbillycat. So, jetzt mal hergehört, Herrschaften. Oh, entschuldige. Ich muss echt mal dieses Lehrergehabe loswerden. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Du scheinst sehr hart zu arbeiten. Hier, nimm das hier als Belohnung. Oh, eine Flinkklaue ist gar nicht mal so schlecht. Gib diese Flinkklaue einem deiner Pokémon und es wird ihm helfen, im Kampf ab und zu die Initiative zu ergreifen. Okay, aber kann ich jetzt hier was fangen oder nicht? Ich gehe oft im Park spazieren, aber ich meide das hohe Gras, weil ich sonst kämpfen muss. Gut, das hört sich ja fast schon so an, als ob ich hier was fangen kann. Mal schauen, was es hier so gibt. Ein Huthut. Ja, aber wir haben ja schon einen Huthut. Deswegen ist das eigentlich relativ egal, aber wir können zumindest vielleicht mal hier etwas trainieren mit einer Kopfnuss. Dem Huthut mal so richtig eine reinhauen. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, wie viel Schaden das macht. Vielleicht die Hälfte? Ja, nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. Und nach diesem Kampf wird es dann wohl auch schon Level 13 sein. Ein Treffer noch und er ist down. Gut, sehr gut. Down. So. Für die Entwicklung wird es aber wohl noch nicht reichen, schätze ich mal. Oh, Giftstachel, da haben wir Step drauf, aber Giftstachel macht gerade mal 10 Schaden, meine ich, oder? 15 sogar, okay, ja gut. Ja, aber selbst mit Step, ne? Ist immer noch nichts, deswegen egal. Verlieren es einfach mal. So, mit dir würde ich ganz gerne mal reden. Ja, so viel dazu. Ein weiteres Huthut. Ich dachte eigentlich, ich würde hier mehr Käfer-Pokémon finden. Aber vielleicht habe ich mich da etwas getäuscht. Ist aber auch gar nicht mal so schlecht, um hier etwas Erfahrung zu sammeln für Mr. Columbo. Und ich meine, wenn es hier irgendein gutes Käfer-Pokémon gibt, dann wäre ich gar nicht mal so abgeneigt, das mitzunehmen. Also wenn wir hier zum Beispiel ein Scaraborn finden würden, da
dann würde ich das ganz gerne mitnehmen. Aber hier kommen nur Huthuts. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich meine, oder findet man nur während des Käferturniers hier Käfer-Pokémon? Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran. Deswegen, ja, ist das jetzt etwas blöd. Aber naja, ich werde mich hier noch ein bisschen umschauen, vor allem, weil es hier noch sicherlich den einen oder anderen interessanten Trainer oder so gibt. Oder zumindest interessante Personen, mit denen man reden kann. Und ja, mal schauen, ob es hier vielleicht doch Käfer-Pokémon gibt. Liegt es jetzt daran, dass es nachts ist, dass hier nur Huthuts kommen? Oder weil... Ich wollte nicht Silberblick einsetzen, verdammt. Oder weil es momentan nicht das Käferturnier ist. Wissen tue ich es nicht. Ich würde aber fast schon vermuten, weil es nachts ist. Ich meine, eine Eule, die nachts kommt, ergibt durchaus Sinn. Und warum mache ich nur so wenig Schaden? Das ist ja echt kaum etwas. Oh, zweimal zurückgeschreckt. Ist doch ganz gut. Und der wäre so down. So, ein bisschen Erfahrung mitnehmen. Habe ich jetzt eigentlich schon mit der da geredet oder nicht? Ah, so viele wilde Kämpfe hier. Weiteres Huthut. Ja, ich denke mal, hier werden wirklich nur Huthuts auf uns zukommen. Deswegen, ja, ist ein bisschen blöd, aber wir haben ja gerade erst das dritte Teammitglied gefangen. Ach nein, jetzt keine Hypnose. Aber ja, deswegen ist es jetzt auch nicht so wichtig. Weil wie gesagt, mit Mr. Columbo haben wir jetzt erstmal das dritte Teammitglied. Da brauchen wir nicht unbedingt direkt das vierte. Und vor allem Käfer-Pokémon sind jetzt auch nicht so gut, würde ich mal sagen. Ich meine, man kann sie ganz gut gebrauchen für einige Dinge. Aber es ist echt nicht die oberste oder die höchste Priorität in der Hinsicht. So, komm, nochmal kopflos reinhauen da. Und einer noch und dann ist... Ja, wobei, das reicht nicht mehr, ne? Da werde ich wohl nochmal angreifen müssen gleich. Aber nach diesem Kampf dürften wir dann auch schon Level 14 sein. Keine Ahnung, ob das für die Entwicklung reicht, aber wir werden sehen. Wie viel Angriff haben wir eigentlich hier auf Mr. Columbo? 24, Spezialangriff auf 20, okay, Initiative auf 23. Habe ich mit dir jetzt schon geredet? Okay, eine Trainerin. Mein süßes Pokémon ist das entzückendste von allen. Sieh dir an, wie stolz es mich macht. Mir ist jetzt auch mal aufgefallen, dass ich wirklich kaum über das Thema geredet habe, das ich mir ausgedacht habe. Also eigentlich wollte ich nur erwähnen, dass ich halt von nun an nicht mehr so viele Pokémon-Sachen mache. Vielleicht zu Release des nächsten Pokémon-Spiels mehr, weil ich brauche ja die Views und so. aber sonst, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, wie gesagt, hin und wieder wird mal was kommen dazu, klar, aber... Nicht in dem... Was zum Teufel! Aber es ist jetzt nicht so, dass wirklich jedes Video über Pokémon sein wird. Keine Ahnung, ob euch dieser Wandel gefallen wird, aber naja, werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht vollkommen damit aufhören. Deswegen denke ich einfach mal, dass es dennoch ganz okay so ist. So, Schnabel und Dau... Nein, echt nicht, verdammt nochmal. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich so jetzt nicht Nidoran leveln kann. Aber naja, hat er mich gut mit einem Volltreffer weggehauen. Hätte ich nicht mit rechnen können. Im Kampf bin ich der Verlierer, aber in Sachen Stolz bin ich unschlagbar. Oder so ähnlich. Ich konnte es nicht so schnell lesen, aber es sah so aus, als ob sie das gesagt hätte. Nein, ich möchte nicht deine Nummer haben. Nein. Nein. Oh, das ist enttäuschend. Gut, wer bist du? Ich kann eins meiner Pokémon in den Pokéwalker übertragen. Hm, sich auf eines festzulegen, ist gar nicht mal so einfach. Da hat sie wohl nicht ganz unrecht. Oh, kann man hier vielleicht Käfer-Pokémon fangen? Aber du willst kämpfen, oder ja? Wir bewundern unsere Pokémon, auch wenn sie uns nicht mögen. Das macht den wahren Poké-Fan aus. Aber warum mögen dich deine Pokémon nicht? Das wäre vielleicht mal die interessantere Frage. Was hast du denn über... Oh, ein Raichu? Auf 16. Ich sollte einfach sicherheitshalber mal wechseln auf Pixel, weil ich glaube nicht, dass unser Gaudium auch nur eine einzige Elektroattacke einstecken kann. Vielleicht kann er auch gar keine Elektroattacken. Wer weiß, aber ich möchte es jetzt einfach mal nicht darauf anlegen. Kopfnuss drauf und hoffentlich schreckt es zurück. Oh, ist ja sogar schon fast down.
deutlich mehr Schaden gemacht, als ich dachte, um ganz ehrlich zu sein. Mehr hat er nicht, ne? Genau. Mein Pokémon! Kann ich jetzt hier Käfer-Pokémon fangen, oder wie ist? In dem Gras hier vielleicht? Mal schauen, mal schauen. Nee. Auch hier gibt's nur einen Hut-Hut, okay. Ja, okay, so viel dazu. Also entweder liegt es daran, dass es nachts ist, oder weil man nur zu Zeiten des Turniers Käfer-Pokémon hier fangen kann. Naja, schade, schade, aber wie gesagt, ist jetzt echt nicht so schlimm. Willst du noch kämpfen? Ah, nee, du willst gar nicht kämpfen. Oh, ich? Man merkt das vielleicht nicht sofort, aber mein Körper ist überall mit Pokéwalkern beladen. Wenn ich mit diesen Dingern durch die Gegend spaziere, klappert und rasselt es immer ganz fürchterlich. Na, wenn du das sagst, was haben wir hier? Da ist ein Flugblatt. Ballspieler, die nicht mit Pokébällen ausgetragen werden, sind in diesem Park nicht gestattet. Das Büro des Wächters. Oh, interessant. Also Fußball spielen darf man hier schon mal nicht. Ich habe meine Faust entschlossen, um den Pokéwalker geballt und bin damit durch den ganzen Park gehetzt, um Watt zu sammeln. Und jetzt bin ich fix und fertig. Ja, der scheint das Ganze hier ein bisschen zu ernst zu nehmen. Der macht hier wohl groß einen auf Pokémon Go, was ja auch innerhalb von einer Woche gestorben ist, so ziemlich. Auch wenn es noch einige Leute spielen. Ich persönlich zwar nicht, aber ich habe schon von einigen Leuten gehört, die das durchaus noch spielen. Sogar ein Freund von mir, der das immer noch macht. Anscheinend gibt es jetzt auch Raids und so, wo man halt gegen legendäre Pokémon mit mehreren Leuten kämpft. Also es hört sich schon durchaus ganz cool an, aber ich fand es halt schon von Anfang an schwachsinnig. Deswegen, ja, ich glaube, ich war so ziemlich einer der Einzigen, der von Anfang an gesagt hat, dass das nicht gut wird. Und ich hatte wohl auch recht. Ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es unbedingt schlecht war, aber mir hat es nicht viel Spaß gemacht. Deswegen, ja, es war eigentlich genauso, wie ich es erwartet habe. Einfach ein kurzweiliger Spaß vielleicht, aber nicht mehr als das. Mich würde auch mal durchaus interessieren, ob ihr das noch spielt. Pokémon Go? Ich meine, es ist kostenlos, von daher, warum eigentlich nicht? Ich kenne halt persönlich nicht wirklich viele Leute, die es noch spielen, aber durchaus die ein oder andere Person. Deswegen ist jetzt nicht so, als ob es tot wäre, aber es spielen jetzt auch nicht mehr wirklich allzu viele. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles gesehen. Deswegen können wir da jetzt rechts auch, glaube ich, wieder rausgehen. Oder habe ich schon gegen diesen Typen hier unten gekämpft? Habe ich gegen dich schon gekämpft? Nee, habe ich nicht. Okay. Habe ich mir doch gedacht. Pokémon sind ein Fass ohne Boden. Es gibt noch viel, was wir nicht wissen. Aber ich weiß immer noch mehr über sie als du. Dass das klar ist. Ja, wenn du meinst, ich bezweifle es zwar, aber okay. Gegen dieses Schulkind. Also gegen Schulkind verlieren, ne, weißt du. Oh, ein Myrapler. Da bin ich mit Gaudium natürlich ganz gut aufgestellt. Mit einem Schnabel dürfte Gaudium jede Menge verheerenden Schaden anrichten. Reicht das für ein K.O.? Es reicht für ein K.O. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und als nächstes hast du was noch? Ein Voltoball. Da wechsle ich... Ja, wobei... Nee, warte, das schaffen wir auch so. Das kriegen wir auch so hin. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Einfach hier auf Tackle gehen und ich glaube halt auch echt nicht, dass der eine Elektroattacke drauf hat. Deswegen ja. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist wohl, dass ich paralysiert werde durch Statik. Aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht passiert. Und der braucht echt noch einen weiteren Treffer hier. Und down. So. Erfahrung mitnehmen und das war's dann auch schon. Was? Tja, hast du, da siehst du, ne? Tja. Ich möchte nicht deine Nummer haben, nein. Kann man das nicht irgendwo ausschalten, dass sie immer automatisch fragen? Gut, dann sind wir aber auch schon hier. Oder? Warte, ist hier unten noch irgendwas? Ne, da kamen wir wieder her. Genau, da kamen wir her vorhin. Deswegen, ja, was haben wir hier noch? Das Käferturnier, genau. Das Käfer-Pokémon, ja, gut. Route 36. Und da dieser Part mittlerweile schon ganz schön lang ist, würde ich sagen, dass wir uns Route 36 im nächsten Part von Pokémon Soul Silver anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch wäre wie immer sehr nett und bis zum nächsten Mal.